Servus zum heutigen Abend rund um den Genuss. Ich habe heute wieder was ausgesucht, diesmal was nicht Besonderes, sondern mal was ganz was Normales, und zwar ein Sonnenblumenöl. Und zwar auch hier natürlich nur kaltgepresstes Sonnenblumenöl, also die höchste Qualitätsstufe, aber ich möchte heute mal dieses Sonnenblumenöl an dieser Stelle einfach mal verkosten, mit euch ein bisschen besprechen. Zum Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl, warum Sonnenblumenöl? Komme ich noch später dazu. Zuerst fangen wir mal an. In der Farbe so richtig schönes, kräftiges Gelb, grünliche Reflexe und eine kaum erkennbare Trübe. Das Sonnenblumenöl bei uns ist nicht filtriert. Das heißt, die Trubstoffe setzen sich ab und dann wird es abgezogen. Dadurch kann es auch eine ganz leichte, aber wie gesagt, hier eine kaum merkbare Trübung haben. In der Nase, Sonnenblumenöl, wissen wir, relativ neutral, aber nichtsdestotrotz, es hat eine ganz leicht blumige Aromatik, eine saatige Aromen. Und dann kommen Gaumen. Es legt sich leicht an den Gaumen an, belegt ihn nicht so stark wie ein schweres Öl. Hat eine richtig schöne, saatige, eine leicht Sonnenblumenaromatik. Ich möchte auch sagen, es ist eine Spur holzig, die man hier am Gaumen erkennen mag. Am Gaumen, am Abgang, gerade hier bleiben dann diese Sonnenblumenaromatik stehen. Es bleibt, ich möchte sagen, fast ein bisschen kräftiger, als es am Gaumen war. Es erwärmt sich natürlich auch durch den Körper. Da kommt diese Aromatik dann ja doch ein bisschen kräftiger zur Geltung. Was kann ich zum Sonnenblumenöl sagen? Das Sonnenblumenöl kennen sehr viele aus der Ölziehkur. Die Ölziehkur: am Morgen auf nüchternen Magen ein bisschen spülen und dann zieht das Öl anscheinend diese Giftstoffe an und reinigt so den Körper. Aber das Sonnenblumenöl hat neben dieser Ölziehkur auch noch sehr viele andere Komponenten, dass es einfach hier mal wert ist, hier zu präsentieren. Das Sonnenblumenöl ist weltweit eines der am meisten verwendeten Speiseöle. Und dann möchte ich hier noch erwähnen, wir haben hier wirklich einen Meister seines Faches gefunden. Wir haben hier eine Ölmühle in Frankreich, der unser Sonnenblumenöl abpresst, der ausgesuchte Sonnenblumenkerne verwendet und auch nur französische Sonnenblumenkerne verwendet. Und das macht es einfach ein bisschen voller am Aroma, am Gaumen. Da kommt doch ein bisschen eine leicht, nicht zu neutral, eine leicht zartige, eine richtig schöne Sonnenblumenkern-Aromatik schwingt hier dann doch am Gaumen mit. Es ist ein Öl, das ich in der Küche nicht missen möchte. Es ist ein Öl, das, wie gesagt, sehr breit gefächert zur Anwendung kommen kann. Und deshalb ein Öl, das einfach in die Küche reinkommt. Wie ich jetzt schon erwähnt, nicht umsonst eines der meistverwendeten Speiseöle auf der Welt und auch ein Speiseöl, das die Menschheit schon seit Jahrtausenden begleitet. Nicht nur die Sonnenblumenkerne, sondern auch das Öl hat eine sehr lange Tradition in der menschlichen Ernährungsgeschichte. Das Sonnenblumenöl, auch ein Öl mit einem sehr hohen Vitamin E-Anteil und auch einem sehr hohen ungesättigten Fettsäureanteil. Auch deshalb einfach ein Öl, das in der täglichen Küche nicht fehlen sollte. Man kann es auch sehr vielseitig anwenden. Speziell auch durch diese neutrale Aromatik, das es hat, ist es mit fast allen Essigen kombinierbar. Es ist also ein Öl, das man wirklich, ja, die ganze Palette einfach mit kombinieren kann. Speziell, es gibt auch Freunde von der Kultur, die diese Balsamessige, diese Aromatik der Balsamessige fast unverfälscht genießen können möchten. Hier ist natürlich so ein Öl, das nicht zu kräftig ist im Aroma, ist hier natürlich sehr gut zum Anwenden. Natürlich auch klassisch für Dip oder Mayonnaise ist das natürlich ein Öl, das da sehr gut verwendbar ist.
Wie gesagt, es hat ein paar ernährungstechnische positive Komponenten, die man dort einfließen lassen kann. Es ist nicht zu kräftig vom Aroma, also auch da für solche Anwendungsmöglichkeiten sehr gut vorhanden. Dadurch natürlich auch sehr stark zu gebrauchen in der veganen und auch vegetarischen Küche. Brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Ein Pflanzenöl, das dort natürlich einfach auch zu Hause sein kann. Ich empfehle es allerdings eher in der kalten Küche. In der kalten, vielleicht auch in der halbwarmen Küche. Zum richtig Frittieren, Braten würde ich dieses kaltgepresste Sonnenblumenöl hier nicht verwenden. Da gibt es andere Alternativen. Wie gesagt, dieser Anwendungsbereich hier würde ich eher in der kalten oder in der halbwarmen Küche sehen. Man kann es natürlich auch gut kombinieren mit Kräutern. Unser Kräuteröl Knoblauch zum Beispiel ist auf Basis von einem Sonnenblumenöl. Da kommen die Kräuter dann richtig so schön zur Geltung. Auch dafür als Basisöl natürlich gut zu verwenden. Ja, das war's für heute. Ich möchte euch einladen, schaut doch mal vorbei in eurem nächsten Vom Fassgeschäft. Probiert es vielleicht mal dort. Einfach, es liegt sich schön am Gaumen. Es hat auch schon richtig schönen langen, auch jetzt so, einen richtig schönen, feinen Nachgeschmack, einen sehr angenehmen, saftigen, auch Sonnenblumen kennen. Probiert es doch. Falls das nächste vom Fassgeschäft doch zu weit weg sein sollte, ist es natürlich auch über den Onlineshop zu beziehen. Einfach vomfass.at. Dort könnt ihr euch euren Einkauf dann bequem nach Hause schicken lassen. Ansonsten möchte ich mich bedanken, dass ihr zugesehen habt. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder auf diesem Kanal. Und bis dahin kann ich euch nur noch sagen, bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal, euer Bernhard.